Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute wollen wir uns um Datenbanken kümmern und zwar wollen wir so eine kleine Einleitung uns angucken, wie man an Datenbanken dran programmieren kann. Wir wollen uns nicht mit Datenbanken bzw. den Sprachen selbst beschäftigen, sondern das ist wirklich leider hier nicht Teil der Serie. Das ist auch so ziemlich die einzige Kategorie. SQL ist so ziemlich das eins oder eine von sehr wenigen Sprachen, die ihr nach dieser Serie nicht können werdet. Aber da würde ich euch dann einfach bitten, meine andere Serie dazu anzugucken. Das gibt es auf meinem YouTube-Kanal komplett kostenlos und dann könnt ihr auch wirklich SQL. Datenbanken sind trotzdem was allgegenwärtig ist, denn ihr wollt zum Beispiel einfach eure Benutzer in der Datenbank registrieren von eurem Programm zum Beispiel. Oder ihr wollt irgendwelche Settings von mir aus auch in der Datenbank speichern oder in der Datei. Das bleibt euch überlassen. Das ist heutzutage so ziemlich die größte Option, die man hat. Entweder man schreibt alles in eine Datenbank rein oder man schreibt alles in Dateien rein. Das bedeutet so viel wie, ihr könnt alles zum Beispiel als JSON-Datei speichern, alle Settings und so weiter, die ihr für euer Programm braucht. Oder aber ihr speichert es euch in eine Datenbank. Und diese Datenbank verwaltet das dann für euch und ihr könnt an diese Datenbank dann irgendwelche Anfragen stellen. So, als erstes mal muss man wissen, wie eine Datenbank in etwa aussieht. Und zwar eine Datenbank ist normalerweise in Datenbanken, oder ich schreibe jetzt einfach mal Datenbank 1 und so weiter und so fort, hierhin, wenn ich tippen könnte und keine so fetten Finger hätte. So, und diese Datenbanken an sich, wir machen das jetzt nur hier für Tabellen, nur für eine Datenbank, haben eigene Tabellen. Das heißt Tabelle 1, T2, T3, alle in derselben Datenbank drin. Und so weiter und so fort. So, und die sind wirklich hier alle in derselben Datenbank drin. Und wenn ich auf die zugreifen möchte, muss ich natürlich erstmal auswählen, was ich hier für eine Datenbank habe. So, aber diese Tabellen sind nochmal zusätzlich unterteilt und zwar, also ich wähle dann sozusagen eine Datenbank aus, ich wähle eine Tabelle aus und dann könnt ihr es euch so vorstellen wie eine Excel-Tabelle, wir haben Zeilen und Spalten. So, aber unsere Zeilen und Spalten sind jetzt nicht Standarddinger, sondern wir haben hier zum Beispiel einfach, wir haben hier die ID normalerweise immer, das ist so, nach dem kann ich sehr schnell filtern, das ist dann auch so ein Key, man nennt es Key. Das heißt, ich kann sehr effizient auch dann wirklich nach einer einzelnen ID Abfrage machen oder aber zum Beispiel sortieren oder sowas wird auch nach solchen IDs dann tatsächlich auch gemacht. Dann, also erstmal nach der ID können wir suchen, dann haben wir vielleicht noch den User, wobei wir nennen es Name und dann haben wir vielleicht noch Adresse und wir haben noch, keine Ahnung, Telefon oder sowas. Und jetzt haben wir hier einzelne Einträge drin. Zum Beispiel der erste Eintrag ist der erste User-Eintrag. Das heißt, wir haben hier die ID 1, wir haben den Namen Morpheus. Ich nenne es jetzt einfach mal Morph, damit es hinpasst. Und wir haben irgendwie eine Adresse und wir haben eine Telefonnummer für diesen User. So, und das ist natürlich jetzt der erste User, dann gibt es noch einen zweiten User und so weiter und so fort. Und das ist jetzt die einzelne Tabelle. Die Tabelle 2 kann ein komplett anderes Layout haben. Die kann hier zum Beispiel, normalerweise hat man auch in der Tabelle 2 eine ID drin, aber die kann dann hier zum Beispiel irgendwie völlig andere Informationen beinhalten. Zum Beispiel irgendwas über euer Programm, irgendwelche Config-Settings oder sowas. Also Setting-Einstellung 1, Setting-Einstellung 2 und so weiter und so fort. Und dann hier eben, was für Settings ihr auch immer haben wollt. Also Tabellen sind wirklich völlig unabhängig voneinander und Datenbanken sind einfach Sammlungen von Tabellen. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was ihr jetzt hier gerade mitnehmen müsst. So, und wenn ich jetzt, ich lasse es tatsächlich mal da, Achtung, das ist kein Code, ja. Das hier ist jetzt einfach nur, wie so eine Datenbank normalerweise aussehen könnte. Ich kann es mal hier irgendwie als Kommentar kennzeichnen, falls euch das was hilft. So, und jetzt möchte ich hier natürlich irgendwie drauf zugreifen. Und da stellt euch so ziemlich jede Programmiersprache ein sogenanntes Interface wieder mal zur Verfügung. Oder nicht unbedingt ein Interface, aber halt eine Schnittstelle, damit ihr da schnell drauf zugreifen könnt. So, aber diese Datenbanken sind auch irgendwo gehostet, wie quasi unser Server auch. Das heißt, die benutzen intern auch wieder Sockets zum Verbinden. Also diese Datenbank hier, die benutzt intern wahrscheinlich irgendwie ein Socket, um sich da drauf zu verbinden. Und klar, für einen Socket muss man natürlich auch immer angeben, wo man jetzt hin telefonieren möchte. Das heißt, wir bauen uns so eine Connection mal auf. Connection C ist gleich New Connection. Und sagen jetzt, wo wir hinwollen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass dieses Ding lokal bei uns gehostet wird. Das heißt, wir geben einfach mal hier Localhost an. Localhost. So.
Und jetzt können wir davon ausgehen, dass diese Connection, also ihr könnt ja natürlich auch eine IP-Adresse oder sowas angeben. Und jetzt können wir hier davon ausgehen, okay, diese Connection wird aufgebaut. Das heißt, wir sind danach auf unsere Datenbank verbunden. So, und jetzt kann ich sogenannte SQL-Statements im Normalfall ausführen. Also es gibt auch andere Arten von Datenbanken, aber die meisten fallen auf die sogenannte SQL-Sprache zurück. Wie gesagt, könnt ihr kostenlos bei mir lernen, auch noch natürlich. Und diese Sprache ist komplett anders wie alle anderen. Also es gibt irgendwie nicht sowas wie Objektorientierung oder sowas, sondern man hat wirklich einfach nur Befehle an diese Datenbank und die kann man jetzt eben da hinhauen, so ein bisschen. So, und dann könnte man hier eben sowas sagen wie Result ist gleich. Und jetzt wollen wir erstmal was abfragen, zum Beispiel. Das sind jetzt wirklich aber nur Beispiele. Halt, stopp, wir brauchen erstmal, im Normalfall braucht man hier nicht nur, kriegt man nicht direkt ein Result, sondern man braucht zuerst mal ein sogenanntes Statement. Und das bedeutet, wir bauen uns jetzt hier erstmal ein Statement. Statement, das kürzt man normalerweise immer so ab. Und das ist vom Typ Statement tatsächlich auch. Das heißt, da hat man auch sogar eine eigene Klasse normalerweise dafür. New Statement stimmt nicht. C, über die Connection baut man sich ein Statement auf. Das heißt, man sagt hier, okay, ich habe eine Verbindung aufgebaut zu meinem Datenbankserver. Jetzt habe ich hier ein Statement, das ich ausführen kann für diese Verbindung. Klar, ich kann mehrere Verbindungen auf einmal aufbauen. Zum Beispiel, wenn ich auf verschiedene Tabellen auf einmal zugreifen möchte, dann brauche ich mehrere Verbindungen. Und ja, deswegen sagen wir hier jetzt einfach mal Create Statement. So. Und jetzt haben wir hier ein Statement in der Hand und jetzt können wir dieses Statement ausführen. Und das bedeutet, wir bekommen jetzt hier zum Beispiel ein Ergebnis zurück. Achso, ja, ich sollte vielleicht zurück sagen. Ja, okay. Das ist jetzt im Normalfall tatsächlich ein Integer. Warum ist das Ding jetzt ein Integer? Naja, wir haben Möglichkeiten, auf diese Datenbank zuzugreifen. Wir können was draus lesen. Wir können aber auch was reinschreiben oder irgendwie ein Update auswählen. Und am Anfang müssen wir natürlich erstmal sagen, wir wollen die Datenbank 1 und nicht Datenbank 500 haben. Dann wollen wir die Tabelle 1 benutzen und dann wollen wir vielleicht erst was lesen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier erstmal eine neue Verbindung auf. Also das wäre diese Verbindung hier. Dann bauen wir uns die Möglichkeit auf, etwas auszuführen. Und dann sagen wir, okay, wir führen jetzt tatsächlich hier ein sogenanntes Update aus. Und deswegen sagen wir hier, okay, Statement.executeUpdate. So, und jetzt kann ich hier rein mein SQL schreiben. Sowas wie Datenbank 1. So, und jetzt kann dieses Result hier mir Auskunft darüber geben, ob das funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert. Zum Beispiel kann natürlich Datenbank 1 irgendwie nicht vorhanden gewesen sein. Oder ich habe keine Zugriffsrechte, weil ich irgendwie auch keinen Nutzer angegeben habe. Und diese Nutzerangelegenheiten, die gibt man tatsächlich meist schon bei der Verbindung an. Das heißt, hier müsste ich jetzt oftmals noch irgendwie einen User angeben, also sowas wie Morpheus und ein Passwort wie Alligator 5. Ihr kennt hoffentlich alle Simpsons, sonst wundert ihr wahrscheinlich euch gerade, wie dieses Alligator 5 zustande kommt. Und ich wundere mich gerade auch, wie das zustande kam. Ich habe natürlich hier ein L vergessen. So, okay. Und was jetzt eben passiert ist, wir haben jetzt hier Credentials angegeben, das heißt, wie wir uns einloggen möchten. Und die sagen uns, ob wir jetzt Zugriff auf diese Datenbank haben oder nicht. Und in unserem Fall, wir haben jetzt, nehmen wir einfach mal an, Zugriff da drauf. Das heißt, dieses Result hier wird jetzt Erfolg ausgeben. So ein bisschen, aber Integer, ihr wisst, Integer ist nicht unbedingt immer ein Erfolg. Beziehungsweise geben eigentlich nicht so richtig Auskunft darüber, ob es jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Aber normalerweise sagt man, 0 ist kein Erfolg gewesen oder minus 1 war kein Erfolg und 1 war im Normalfall ein Erfolg. Das heißt, wir können jetzt hier überprüfen, ob Result 1 ist und dann war es erfolgreich zum Beispiel. Okay, so, jetzt haben wir hier aber diese Datenbank 1 ausgewählt. Und jetzt können wir auf dieser Datenbank 1 arbeiten. Das heißt, man kann auch manchmal, je nachdem was für eine Sprache oder Datenbank Schema oder was auch immer ihr hier benutzt, kann man auch hier tatsächlich manchmal schon die Datenbank direkt eingeben, mit der man sich verbinden möchte. Gut, jetzt natürlich hier sieht man auch schon, wenn wir uns vom User aus, also von der User-Seite aus verbinden auf unsere Datenbank, dann hat der User per Reverse Engineering oder anderen Techniken die Möglichkeit, das Passwort hier zu extrahieren. Das heißt, so eine Datenbankverbindung sollte immer nur auf einem Server laufen, auf den niemand Zugriff hat. Denn man kann aus dem Code tatsächlich dann irgendwie Passwörter extrahieren und das ist nicht gut. Deswegen niemals auf Datenbanken von einem normalen Client aus verbinden, sondern immer nur vom Server aus. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, ich möchte jetzt zum Beispiel Sachen auslesen. Und dann kommt eine ganz spezielle Klasse zum Ausdruck.
Also natürlich ist es wieder mal hier so, ich kann natürlich auch Inserts und so weiter machen, also ich kann Daten einfügen, aber das hat eigentlich nicht wirklich was mit der Sprache zu tun. Das könnt ihr jetzt nach Use Datenbank, das funktioniert in etwa genauso wie dieses Execute Update hier und sieht auch in jeder Sprache fast anders aus. Aber ich will euch noch zeigen, wie Result Sets funktionieren. Das ist tatsächlich eine Sprache, eine Klasse, die man recht häufig antrifft. Und die gibt mir sozusagen das Ergebnis von einer Datenbankanfrage zurück. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas auswähle, ich kann ja mehr als nur eins rausbekommen. Ich kann ja hier zum Beispiel 2 Zeilen rausbekommen oder 100 Zeilen oder 1000. Und da muss man natürlich auch wissen, wie man damit umgeht. Und deswegen sagt man hier, ich baue mir ein Result Set als Ergebnis einer so einer Abfrage und sage jetzt hier, okay, über mein Statement execute query. So, und das ist eine Funktion, die liefert mir eben so ein Result-Set zurück. Die liefert mir keinen Integer zurück, ob es erfolgreich war oder nicht, sondern die liefert mir ein Result-Set zurück, das dann eben die ganzen Informationen beinhaltet. Und jetzt kann ich hier sagen, was ich alles selektieren möchte, also was ich alles wählen möchte. Wie gesagt, das ist auch wieder SQL, was wir hier ausführen, genauso wie das hier oben. Das ist was völlig anderes, deswegen, ja, wie gesagt, hier in dieser Serie nicht definiert oder nicht genauer drauf eingegangen. So, wir sagen jetzt einfach mal, wir wollen alles wählen from, und jetzt haben wir das ganze Ding Tabelle 1 genannt, und da mache ich mal das Leerzeichen raus, hier genauso. So, select all from Table 1 bedeutet, wir wollen einfach alle Informationen aus Tabelle 1 haben. Das ist eins der ersten oder einer der ersten Befehle von SQL, die man hier lernen kann oder überhaupt lernen kann. Und ja, jetzt bekommen wir hier natürlich diese beiden Zeilen zurück, weil es gibt keine dritte Zeile und wir haben Tabelle 1 selektiert, Tabelle 2, 3 sind uns völlig egal, Datenbank 2, 3 und so weiter auch. So, und jetzt iteriert man über dieses Result Set drüber, mit einer While normalerweise. Zum Beispiel könnte man jetzt hierher gehen und sagen, solange es ein nächstes Item gibt, und das ist wirklich eine Funktion, die man eigentlich in jeder Sprache findet, für Result Sets, ein Next, das heißt, das nächste Item wird automatisch ausgewählt, und dann kann man hergehen und sagen, zum Beispiel print, ich möchte RS. So, und jetzt muss ich hier angeben, was ich auswählen möchte, also zum Beispiel get integer, das ist jetzt eine Ganzzahl, das liefert mir dann natürlich auch immer die richtige Zahl gleich zurück. Achtung, wenn ich hier irgendwas auswähle, also zum Beispiel integer von Name, ups, das war mein Aufnahmeprogramm, rs.getInt von Name. Name liefert mir jetzt im ersten Fall Morph zurück. Also ihr könnt euch das vorstellen wie eine While-Schleife über alle Elemente hier drin. So, im ersten Fall liefert mir Name natürlich hier Morph zurück. Und wenn ich dann getInt darauf aufrufe, dann schmiert mir das ganze Ding hier ab und schmeißt mir einen Fehler. Deswegen muss man hier immer wissen, was man tatsächlich hier auswählt. Also in unserem Fall müssen wir hier natürlich ID auswählen. Das heißt, wir bekommen im ersten Durchlauf eine 1, im zweiten Durchlauf eine 2 und danach sind wir hier fertig, weil next false ausgibt, weil es kein nächstes Element gibt. Ihr müsst ja auch nicht irgendwie auf das nächste Element pointen oder sowas, also irgendwie was verschieben oder sowas, sondern dieses rs.next wählt euch automatisch das nächste Objekt aus, also das heißt, es setzt intern in Result Set die Strukturen so, dass im ersten Durchlauf auf eben diesem auf dem ersten Element ist und im zweiten Durchlauf auf dem zweiten Element und so weiter und so fort. Ihr müsst nichts weitermachen, außer next aufrufen, und next gibt euch gleichzeitig noch true oder false zurück. False, wenn es kein neues Element mehr gibt. Also es macht eigentlich alles für euch. So, und dann können wir eben noch sagen, ups, ich möchte sowas auswählen wie rs.getstring, und zwar Name. So, und die anderen beiden lassen wir jetzt einfach mal weg. Adresse und Telefonnummer, das wären natürlich auch sowas wie Strings oder von mir aus auch die Telefonnummer noch als Integer, wobei normalerweise als String behandelt, weil irgendwie noch Bindestrich oder sowas drin stehen kann. So, und was ich jetzt hier habe, es wird eben im ersten Durchlauf wird die erste Zeile, die ID und der Name ausgegeben, im zweiten Durchlauf wird die ID und auch wieder der Name ausgegeben. Ihr müsst nichts weitermachen, außer dieses Next aufrufen. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel in den allermeisten Sprachen. So, Inserts und so weiter und so fort, natürlich lernt ihr bei mir in der SQL-Playlist, genauso wie alle anderen wichtigen Informationen zu SQL natürlich, und so könnt ihr SQL dann wirklich ausführen. Das sind eigentlich die allerwichtigsten Methoden. Man muss nur wissen, was man da tatsächlich in der Hand hat, damit man hier auch die richtigen Typen auswählen kann. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder als kleine Einführung in Datenbanken, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!